Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen How to Drive. Ja, und diesmal geht es um Klaas. Ich muss vorab sagen, das ist der erste Tag, den ich auf der Maschine sitze. Also, und davor bin ich noch nie Klaas gefahren. Von daher werde ich nur ganz oberflächlich ein paar Basics erklären. Aber ich denke mal, das ist ganz interessant für den einen oder anderen. Die anderen How to Drive sind ja auch richtig gut angekommen. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der Bedienung. Ja, so sieht es hier im Cockpit aus. Ja, grundsätzlich ist zu sagen, dass wir hier ein stufenloses Getriebe haben. Das heißt, wir haben hier an der Lenksäule wieder so ein Walhebel. Jetzt sind wir in der Parksperre. Das heißt, Druckluftbremsen sind angezogen. Da können wir jetzt mal rausgehen. Also das Ding bei Klaas ist halt, oder bei diesem Klaas, das ist ja ein Axion 960 Terratrack. Also eine Halbraupe. Wenn der Trecker in der Parksperre ist, geht er mit den Motorumdrehungen bis auf 650 Umdrehungen runter. Ist natürlich schön spritsparend. So, wir können jetzt zum Beispiel einmal neutral wählen. Dann sind die Bremsen gelöst, der Trecker kann rollen. Ja, und die Motordrehzahl geht auch gleich hoch auf 800 Umdrehungen. Jetzt wählen wir einfach den Vorwärtsgang. Wird uns dann hier auch angezeigt. So, und jetzt treten wir einfach nur das Gaspedal. Und wir fahren vorwärts. Ganz einfach. Genauso rückwärts, Gaspedal. Das ist das ganze Geheimnis. Wir haben auch die Möglichkeit, den Trecker über unseren Fahrhebel zu steuern. Das zeige ich euch dann gleich einmal. Wir machen jetzt erstmal hier noch mit dem Cockpit weiter. Jetzt sehen wir hier, dass wir hier unser Vorgewendemanagement drin haben. Wir sehen hier einmal unseren AdBlue-Füllstand, unseren Diesel-Füllstand. Wir sehen die Kühlwassertemperatur. Wir sehen die Drehzahl. Wir sehen, dass wir Allrad eingeschaltet haben und dass die Federung aktiviert ist. Und hier unten sehen wir die Anzeige für unsere Druckluftbremse, die Baranzahl. Da haben wir hier eine Uhrzeit. Und hier einmal so ein Multifunktionsdisplay, was wir mit dem Knopf hier oben umschalten können. Jetzt sehen wir ja die Motorumdrehung, dann sehen wir hier zum Beispiel unsere zweite Fahrstufe. Wir sehen die Stunden, die die Maschine gearbeitet hat, die Zapfwellen, die Heckzapfwellenumdrehung und dann wieder die Motorumdrehung. Dann haben wir hier unten Kupplungspedal, Bremspedal, Gaspedal und hier einmal unsere Lenkradverstellung. Und mit diesem Hebel können wir die Neigung von der Lenksäule nochmal verstellen. Ja, dann haben wir hier in dem Trecker verschiedene Displays. Einmal unser Traktor-Display, dann ein Display für das Lenksystem. Und wenn man so will, haben wir hier in der Ecke noch ein Display. Hier liegt komplett unsere Bedienung oder unsere Einstellung für die Heckhydraulik drauf oder generell die Hydraulik. Einmal haben wir hier das gelb umrandete unsere Zapfwellen. Das heißt, hier können wir unsere Zapfwellen auswählen, 45er, 1000er, 45 Eco, 1000 Eco. Und dann haben wir hier unsere Heckhydraulik-Bedienung. Das heißt einmal Schnellaushub, schnell absenken, die Heckhydraulik-Federung und das Sperren der Heckhydraulik. Das wird uns dann hier auch jeweils angezeigt. Und dann können wir hier noch, wie bei jedem anderen Schlepper auch, verschiedene Parameter einstellen. Also einmal die Höhe, wie die Heckhydraulik maximal ausheben soll, die Geschwindigkeit, wie schnell die Heckhydraulik absenken soll und die Mischregulierung für die Lagezugregelung. Ja, Zündschlüssel haben wir hier an der Seite. Dann können wir ja noch einmal weitergehen, wo wir gerade hier hinten auf der Ecke sind. Wir haben hier einmal unser Warnblinker, dann haben wir hier einen Batterietrennschalter. Das heißt, wenn der Trecker aus ist, wird der irgendwann automatisch von der Batterie getrennt. Das heißt, morgens vorm Einschalten einmal raufklicken und dann hört ihr auch, wie es klickt, wie der Strom ankommt und dann könnt ihr den Schlepper starten. Dann haben wir hier unten einmal die Sperre für unsere Hydraulikbedienung, die jetzt aktiv ist. Also wir können jetzt die Hydraulikventile benutzen. Wir haben hier einmal das Einschalten für das Lenksystem und das Einschalten für das Vorgewendemanagement. Ja, dann haben wir hier unten noch ein Fach.
Und hier neben haben wir noch verschiedene Wahltasten. Das heißt einmal für die Zapfwellenautomatik. Wir können die Differentialsperre reinmachen und hier haben wir unseren Allrad eingeschaltet. Hier können wir die Federung noch aktivieren und das hier, ja, weiß ich gar nicht, ob das die Aktivierung für die Fronthydraulik ist. Schätze ich auf jeden Fall mal. Ja, dann haben wir hier ganz normal verschiedene Hydraulikventile. Wir haben hier ein Multifunktions-Joystick, den wir uns frei belegen können. Den müssen wir hier entsperren. Wir haben einmal eine Taste für das Neutralschalten des Getriebes. Wir haben hier unser Handgas. Dann haben wir hier nochmal eine manuelle Bedienung für das Touchpad, sage ich jetzt mal. Also hier können wir die Sachen nochmal alle manuell auswählen. Und dann haben wir hier das Einschalten von unserer Zapfwelle noch. Hier haben wir die Bedienung für den Heckkraftheber. Also hier stellen wir die Hubhöhe ein, wie die Heckhydraulik beispielsweise maximal absenken soll. Ja, hier oben haben wir einmal unsere Klimatisierung, auch nochmal ein eigenes Display dafür. Das denke ich mal erklärt sich alles von selber. Hier haben wir unsere Arbeitsscheinwerfer, die wir einschalten können, die rundum leuchten und dann halt jeweils die verschiedenen Arbeitsscheinwerfer. Dann haben wir hier noch eine Heckscheibenheizung und die Einstellung von den Spiegeln. Ja, wir haben auf dem belegbaren Joystick und auf unserem Fahrhebel sogenannte, ja, ich sage ja jetzt mal F-Tasten. Und die können wir alle frei belegen, so wie wir das wollen, am Bildschirm. Dann haben wir, das zeige ich euch aber gleich nochmal, dann haben wir hier nochmal den Drehzahlspeicher 1, den Drehspeicher 2, was uns hier auch angezeigt wird, wie viel Drehzahl da aktuell eingestellt ist. Die können wir dann hier entsprechend aktivieren. Dann können wir hier nochmal unsere Motordrehzahl manuell verstellen. Wir können hier unseren Tempomaten verstellen. Und hier haben wir eine Umschaltung. Das können wir auch eigentlich am Display machen, aber wir haben nochmal einen extra Knopf für den Getriebemodus. Jetzt fahren wir im Automatikmodus. Ne? Das heißt, Wahlhebel nach vorne in Vorwärtsrichtung und Gas geben. Wenn wir jetzt hier umschalten, also einmal raufdrücken, dann ändert sich hier unser Symbol. Jetzt sind wir im Fahrhebelmodus. So, das heißt, ich schalte jetzt nach vorwärts. Die Drehzahl geht hoch, die Bremsen lösen sich. Und jetzt kann ich einmal hier natürlich die Fahrtrichtung ändern, ne, vor oder zurück. Und ich kann jetzt durch Tippen nach vorne, fährt der Trecker los. Und je öfter ich tippe, desto höher wird die Geschwindigkeit und die Drehzahl natürlich auch. Ich kann ihn auch lange nach vorne drücken, dann beschleunigt der Trecker in größeren Sprüngen. Ich kann den Hebel zurückziehen, dann bremst der Trecker ab bis auf 0 km/h. Ich tippe den Hebel nach vorne, der Trecker fährt los. Ich tippe den Hebel nach hinten, der Trecker wird langsamer und bleibt stehen. Das ist das ganze Geheimnis davon, wie man in diesem Fahrhebelmodus fährt. Also einfach lang nach vorne. Der Trecker würde rein theoretisch, wenn wir in der Fahrstufe 3 sind, bis auf Endgeschwindigkeit beschleunigen. Und durch Zurückziehen werden wir langsamer, beziehungsweise bleiben komplett ganz stehen. So, jetzt können wir wieder umschalten auf Automatik. Und dann fahren wir wieder über unser Gaspedal. Ja, was ist noch zum Fahrhebel zu sagen? Dann haben wir hier die Heckhydraulikbedienung drauf, das heißt Heckhydraulik anheben, Heckhydraulik ablassen, Heckhydraulik in Schwimmstellung ablassen und den Schnellaushub hier drauf auf diesen 4 Tasten. Dann haben wir hier unser Fahrsystem. Wenn das Fahrsystem eingestellt ist, draufdrücken, dann fährt der Trecker von alleine. Diese beiden Tasten sind für das Vorgewendemanagement. Das heißt, habe ich mir eine Sequenz eingespeichert, genau wie beim iTech bei John Deere. 1 ist das Einsetzen. Das heißt, ich habe alles eingespeichert dafür, dass die Maschine einsetzt. Dann drücke ich einfach nur die 1 und der Trecker steuert automatisch den Vorgang vom Einsetzen. Bei 2 habe ich meinetwegen das Ausheben draufgelegt. Das ist wie das iTech bei John Deere. Dann habe ich hier noch ein Kreuz. Hebel, den ich mir konfigurieren kann. Das heißt, ich kann hier beispielsweise 2 Hydraulikventile rauflegen. Dann habe ich hier einen Tempomaten, in den ich meine
eingestellte Geschwindigkeit erreiche. Der Trecker steuert die Drehzahl automatisch. Und dann hier noch zwei Tasten. Ja, dann können wir ja eigentlich schon zum Display gehen. Wir können jetzt hier umschalten zwischen einem Straßenfahrtbildschirm und einem Feldfahrtbildschirm. Bleiben wir erstmal am Straßenfahrtbildschirm. Da sehen wir unsere Geschwindigkeit. Wir sehen den eingestellten Bereich unseres Tempomats bzw. der Fahrstufe. Wir sehen die Motorumdrehung. Wir sehen den Kraftstoffstand. Wir sehen den AdBlue-Füllstand. Wir sehen die Motortemperatur. Und hier sehen wir dann noch unsere Arbeitsparameter. Also Motorauslastung, Spritverbrauch, Hektarleistung etc. Dieser Teil des Bildschirms, das ist dann für unsere Fahrbereiche bzw. unseren Tempomat, wo wir das alles dann einstellen können und einsehen können. Dann haben wir hier an der Seite noch so Schnellwahltasten für verschiedene Bereiche. Ja, hier unten sehen wir dann noch die Uhrzeit bzw. die Außentemperatur. Wir sehen, dass unser Allrad eingeschaltet ist. Wir sehen, dass wir im Automatikgetriebemodus sind. Wir sehen, dass wir uns gerade in der Parksperre befinden. Gehe ich jetzt aus der Parksperre raus, dann sehen wir, dass wir uns in der zweiten Fahrstufe befinden. Wir sehen die Geschwindigkeit und die zurückgelegten Kilometer. Und wir sehen unsere Drehzahlspeicher. Wechseln wir jetzt mal in den Feldfahrtbildschirm. Dann bleibt unsere Leiste hier unten gleich. Auch die Schnellwahltasten an der Seite bleiben gleich. Es ändert sich lediglich dieser Bereich des Bildschirms hier. Ja, jetzt sehen wir hier einmal unseren Trecker abgebildet mit verschiedenen Parametern. Hier können wir auch direkt drauf tippen und Dinge verändern. Zum Beispiel hier die Drehzahlspeicher, die ich dann hier, Drehzahlspeicher 1, Drehzahlspeicher 2, die ich aktivieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt den Drehzahlspeicher 1 höher setzen will, dann klicke ich hier einmal rauf und kann das dann hier entweder mit Plus oder Minus oder halt per Hand hier verschieben. Häkchen heißt einspeichern. Und wenn ich jetzt die Taste 1 drücke, dann würde ich nicht höher als 1850 Umdrehungen drehen können. Also hier habt ihr nochmal so Schnellwahltasten auch fürs Getriebe. Ja, hier kann ich die Motordrückung einstellen, die Intensität der Beschleunigung etc. etc. Das gleiche für die Hydraulikventile oder für die Niveauanstellung vom TerraTrak-Fahrwerk oder für die Heckhydraulik. Na gut, das ist jetzt gesperrt. Dann sehen wir jetzt hier unten unsere Steuerventile. Wir haben hier jetzt unsere F-Tastenbelegung abgezeichnet. Das heißt, auf F1 und F2, mit diesen Tasten, ist jetzt der Wechsel vom Fahrbereich drauf. Und auf F7 und F8, das sind die hier, ist jetzt das braune Steuergerät drauf. Ich kann das Steuergerät natürlich auch hier bedienen, aber ich könnte es jetzt auch über die F-Tasten steuern. Ja, dann sehen wir hier unten nochmal unseren Leistungsbildschirm, den wir uns hier, wie wir es brauchen, selber zusammenstellen können. Ja, kommen wir einmal hier oben zu diesem Bereich, zu den verschiedenen Tempomateinstellungen bzw. Fahrstufeneinstellungen. Da klicken wir einmal rauf. So, wir haben drei Fahrstufen. Fahrstufe 1 ist der niedrige Geschwindigkeitsbereich, Fahrstufe 2 ist der mittlere Geschwindigkeitsbereich und Fahrstufe 3 ist Straße, also hohe Geschwindigkeit. Ich habe euch ja gezeigt, dass ich jetzt gerade in der Fahrstufe 2 bin, also im mittleren Geschwindigkeitsbereich. Ja, und wir haben ja jetzt immer hier zwei Tasten, die wir auswählen können pro Geschwindigkeitsbereich. Hier einmal unsere für den Fahrgeschwindigkeit maximale Geschwindigkeit und dann hier einmal unser Tempomat. Ich will jetzt im Fahrgeschwindigkeitsbereich bei voller Motordrehzahl maximal 18 km/h fahren können. Zack, dann steche ich 18 km/h ein. Und ich will aber, wenn ich im Geschwindigkeitsbereich 2 bin und mein Tempomat hier aktiviere, dann will ich 12 km/h fahren können. Das kann ich dann hier einstellen. So, und jetzt würde ich mit Tempomat 12 km/h fahren und maximal im Geschwindigkeitsbereich 2 18 km/h fahren können. Dann können wir nochmal auf die Schnellwahltasten hier eingehen, ne? Getriebe, da waren wir gerade schon drauf. Wir haben unsere Drehzahlspeicher für Motor, wir können die Motordrückung einstellen. Wie gesagt, da müsst ihr euch mal selber durchgucken, was da so alles gibt.
Dann haben wir hier unseren Kraftheber. Können wir hier den Heckkraftheber auswählen. Können wir zum Beispiel einstellen, ab wann die Zapfwelle ein- und ausgeschaltet werden soll, bei welcher Heckkraftheberstellung. Halt so eine Geschichten. Gehen wir auf Hydraulik. Dann sehen wir hier unsere Belegung für die Hydraulikventile. Wir können verschiedenen Ventilen eine Priorität zuordnen. Das heißt beispielsweise, wenn ich einen Ölmotor betreibe von der Drille, also das Gebläse von der Drille liegt jetzt auf dem blauen Steuerventil, dann gebe ich dem Steuerventil eine Priorität, sodass das Gebläse immer, egal ob ich noch andere Funktionen betätige, priorisiert wird immer das blaue Ventil mit Öl beaufschlagt, damit das Gebläse halt immer läuft. Hier kann ich mir aussuchen, welches Ventil ich extern bedienen möchte. Hier ist jetzt das braune Ventil eingestellt. Wir können hier unseren Joystick belegen. Und ja, wenn ich jetzt hier rauf tippe auf das braune Ventil, dann kann ich hier einmal unsere Durchflussmenge für das Ein- und Ausfahren einstellen. Auch wieder hier ganz normal per Touch. Ne? Oder halt hier über das Drehen. Ich kann die Reaktionszeit einstellen, also das heißt, möchte ich einen dauerhaften Durchfluss haben oder möchte ich, dass der bei Betätigen des Ventils das Öl für 5 Sekunden fließt, etc. etc. Das kann ich dann hier alles einstellen. Und hier sehe ich nochmal eine Priorität und die externe Bedienung. Dann haben wir hier das CSM, also die Sequenzen, also das Vorgewendelmanagement. Ja, hier seht ihr jetzt Sequenz 1, Sequenz 2, Sequenz 1, Sequenz 2, dass hier was belegt ist. Wie gesagt, das funktioniert halt alles ähnlich wie beim iTech bei John Deere. Da müsst ihr das dann einfach mal ausprobieren. Dann haben wir hier das Lenksystem, wir haben verschiedene Aufträge, die wir abarbeiten können und wir haben nochmal Leistungszähler. Wir haben Anbaugeräte, die wir einstellen können. Das heißt Arbeitsbreite, Arbeitsmittelpunkt, wir können Flächenzähler starten und einstellen, bei Auslösen welchen Parameters die Aufzeichnung gestartet wird. Hier können wir unsere F-Tasten belegen, ne, die ich gezeigt hatte hier, unsere F-Tasten. Die können wir dann hier alle belegen, was wir da drauf haben wollen. Wir haben hier unseren ISO-Bus. Genau, Wartung ist nicht so interessant, aber bei CeBIS können wir halt hier nochmal Sachen rund um unseren Bildschirm einstellen. Also Helligkeit, Audioeinstellungen etc. So, wir stehen jetzt hier, wollen uns eine neue Spur anlegen. So, dann gehen wir jetzt erstmal auf das Menü. Dann haben wir hier unsere Fahrzeuge, Geräte, Fahrer, Produkte, Grenzen, Jobs und die Einstellung. So, und da gehen wir jetzt auf Jobs. Weil das ist immer ein neuer Job. Das heißt, wenn ich irgendwo Feld oder eine Spur einem Schlag zuordnen will, dann ist das ein Job. So, jetzt können wir einen neuen Job anfangen oder wir können vorherige Jobs wieder aufnehmen. Wir gehen mal auf neuer Job. So, Kunde, Betrieb, ist alles Standard. Das Feld, das wählen wir uns jetzt aus. Zack. Fahrer, bla bla bla, das brauchen wir alles gar nicht, was da steht noch. So, dann gehen wir jetzt auf Start. Jetzt sind wir quasi in diesem Schlag und können dann hier unten jetzt mit diesem Symbol hier, da, damit können wir jetzt uns auswählen, was wir haben wollen. Eine Gerade, ein Kreis, eine Kontur, etc. 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 So, wir wollen eine Gerade fahren, also klicken wir auf Gerade. A gleich B, also eine AB-Linie. A plus Richtung wäre dann zum Beispiel, wenn ihr mit zwei Treckern auf dem gleichen Schlag seid, einer fährt eine Spur ein, so dann könnt ihr euch die Koordinaten rausschreiben oder beziehungsweise die Richtung, das wird alles im GPS dann angezeigt, dann speichert ihr das bei euch ein und dann fahrt ihr beide die gleiche Linie. Aber wir wollen eine A gleich B Spur fahren, so und dann setzen wir jetzt gleich unseren Punkt A, wir setzen unseren Punkt B, da haben wir die Linie, Arbeitsbreite ist eingestellt und dann läuft das. So, ich habe jetzt schon den Punkt A gesetzt. So sieht das dann aus. Jetzt fahre ich ein Stück. So, jetzt setze ich meinen Punkt B. Und zack, habe ich jetzt hier eine Linie. So, jetzt stehe ich hier in der Nähe von der Spur.
gebe jetzt Gas und drücke jetzt auf das Lenkradsymbol und der Trecker lenkt von alleine in meine eingestellte Spur. Jetzt kann ich noch den Tempomaten einschalten hier oben. Und das heißt, der Trecker regelt die Drehzahl von alleine und probiert immer meine 12 km/h eingestellte Geschwindigkeit zu halten. Und jetzt sehen wir ja auch hier, der Tempomat mit 12 km/h ist aktiv. Den kann ich jetzt dadurch beenden, dass ich einfach aufs Gaspedal trete und dann ist er raus. Und ich kann wieder selber die Drehzahl regulieren. So, wenn ich das Lenkrad jetzt bewege, dann geht das Lenksystem raus. Jetzt zeige ich mir jetzt die nächstmöglichen Spuren an. Das heißt, wir wollen jetzt in die rote Spur reinfahren. So, und jetzt klicke ich einfach auf das Lenkradsymbol und der Trecker fährt von alleine in die Spur rein. Und ja, fährt dann von alleine. Ja, wir sind jetzt nochmal draußen zu Gange. Wir haben für den Frontkraftheber nochmal eine externe Bedienung. Ja, das heißt Frontkraftheber anheben, Frontkraftheber senken und nochmal die externe Bedienung für den Hydraulikventil. Die Motorhaube können wir ganz einfach mit einem normalen Schlüssel aufmachen. Das heißt, den stecken wir hier rein, drehen das hier rum und drücken das dann rein. Und dann springt die Motorhaube auf. Ja, unseren Ölstand, den kontrollieren wir da. Da können wir nach Motoröl gucken. Ja, und hier im Heck haben wir eine Zentralschmierung für die Kettenlaufwerke. Da gibt es eine spezielle Fettpresse für, mit der man die auffüllen kann. Ja, wir haben ganz normal unsere Druckluftanschlüsse, unsere Steuergeräte. Dann haben wir hier nochmal die Anschlüsse für Load Sensing, also druckloser Rücklauf, Druckleitung und die Steuerleitung. Isobus Steckdose. Ja, und dann haben wir hier nochmal externe Bedienung für das Hubwerk, für das Steuergerät, was wir uns eingespeichert haben. Das war ja das braune. Und dann nochmal Zapfwelle an und Zapfwelle aus. Dann haben wir hier oben noch unseren AdBlue-Tank, unseren Dieseltank. Hier haben wir noch eine Werkzeugkiste unten dran. Und hier haben wir die Batterie hinter. Ja, soweit auf die Schnelle erstmal. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Ich habe euch ein bisschen was mitgegeben. Schaut als Ergänzung gerne nochmal die detaillierten Videos zu John Deere durch. Ja, da werdet ihr auch noch mal ein paar Sachen verstehen. Im Grunde genommen ist das ja alles ähnlich. Ja, und dann würde ich sagen, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video. Lasst einen Kommentar und gerne auch ein Like da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also, haut rein!